Hallo! Willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Beim letzten Mal haben wir gegen Ishizo verloren. Indem ich einfach absolut keine Zauber- oder Fallenkarte bekommen habe, die mir wirklich irgendwas bringt. Oder Monster, für die ich kein Tribut errichten muss. Das heißt, das war ziemlich cool. Ich meine, ich hatte natürlich den, was war das? Borse-Wächter oder sowas. Der war gut. Aber sonst habe ich kein anderes 4-Sterne. Na, Moment, wir hatten den noch. Den wilden Kobold. Ne, ich hatte 4-Sterne-Monster. Ich ziehe alles zurück. Und jetzt ziehe ich erstmal 2 Karten. Ach, warum habe ich den Donnerdrachen im Deck? Vor allem, ich habe nicht mal die Fusion. Warum habe ich 3 Donnerdrachen, aber nicht den doppelköpfigen Donnerdrachen? Was soll der Schwachsinn überhaupt? Was ist der Sinn dahinter? Wenn ich sie nicht mal fusionieren kann, warum habe ich sie dann im Deck? Also wirklich, welchen Zweck erfüllen die? Ich verstehe es nicht. Ich meine, es sind einfach nur... Es ist nicht mal ein Drache. Das könnte ich nicht mal mit der Drachenflöte rufen. Das ist ein Donnermonster. Wenn ein Monster zum Tribut beschworen wird, dem diese Karte als Tribut angeboten wird, erhält der Besitzer 2000 Life Points. Oh oh. Ne, lass mal noch angreifen. Jetzt aktivieren wir Schrumpfen. Dankeschön. Gute Runde soweit, Ishizo. Gute Runde. Der Blauäugige. Na, ich will keinen Kartos mit Friedhof ins Deck mischen. Wir wollen angriffen. Nicht angreifen, wir wollen angriffen. 1600. 1900. Nur noch die Hälfte an Lebenspunkten. Was ist da los? Wir sind gerade mal in Runde 3. Leg doch nicht alles auf den... nein. So wie er seine Monster spielt, mit, das für jedes Fehlmonster auf dem Friedhof 200 Angriffspunkte bekommt. Okay, ich wollte gerade fragen, was ist mit dem jetzt eigentlich? Verschwindet der jetzt? Ja, er verschwindet. Warum sind das Stufe 6 und Stufe 5 Monster? Das ergibt überhaupt keinen Sinn zu dem Zeitpunkt, wo gerade das hier spielt. Das sind... Warum sind diese Karten in dem Deck? Warum sind diese Karten hier? Das ergibt keinen Sinn. Es gibt keinen Grund dafür, dass sie da sind. Sie erfüllen keinen Zweck. Warum sollte man die jemals spielen? Vor allem sind sie alle schwächer als der Borse-Plünderer. Warum würde ich die jemals spielen wollen? Oh mein Gott, Kaiba, was ist heute mit deinem Deck schon wieder los? Das ist doch Müll. Müll ist das doch. Das bringt uns doch alles nichts. Aber okay. Bin mir sicher, bald sehe ich ein Monster, das nicht 5 Sterne oder mehr hat. Irgendwann. Ja, aber du hast doch nur Spaß gemacht. Wir ziehen doch kein Monster unter 5 Sternen. Was, bin ich Yugi oder was? Ich bin der König der Duellanten. Ja, starker Würfel auf jeden Fall, Agido. Ich werde meine Zeit nicht mit derart schwachen Monstern verschwenden. Und ab jetzt wird alles schief gehen, das sage ich euch jetzt schon. Sag mal, Kaiba hat keine Fallenkarte in diesem Duell, oder? Ich glaube wirklich, dass er keine Fallenkarten hat. Okay. Er hat nicht angegriffen. Das ist dubios. Wir gehen in die Verteidigungsposition. Leg den Donnerdrachen weg. Wir brauchen keinen Donnerdrachen. Wenn es wenigstens ein Drachenmonster wäre, aber es ist Donner. Seelentausch? Könnten wir machen? Können wir aber auch erstmal sein lassen. Wir schauen nächste Runde. Warum greift er nicht an? Warum greift sie nicht an? Warum will sie mich angreifen lassen? Das
ergibt jetzt erstmal nicht wirklich viel Sinn für mich, aber okay. So, Kaisergleiter wird nicht zerstört im Kampf gegen ein Monster, das gleich viel Angriffspunkte hat. Greifst du den an? Dann greife ich direkt an. Okay. Warum hat sie nicht angegriffen? Konnte sie nicht angreifen mit dem Monster oder so? Ich bin sehr verwirrt. Wenn sie jetzt noch mit Wiedergeburt geholt. Hä? Und jetzt machst du einfach nichts? Na gut, dann holen wir Obelisk jetzt noch rein. Obelisk der Peiniger! Eine der drei Götterkarten. Keine Animation. Warum haben die Götterkarten keine Animation, der Flammenschwertkämpfer hat eine? Ist doch nicht euer Ernst. Der Sieg gehört mir. Ernsthaft? Warum? 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 Ich kann einfach nur warum fragen. Warum? Warum hat der Flammenschwertkämpfer... So, warum hat er aufgegeben, Animation, aber nicht Obelisk der Peiniger? Er ist der Peiniger. Obelisk der Peiniger. Ah nein, für eine Animation reicht's nicht. Ja, der hat nicht verdient. Okay, was haben wir denn Schönes? Klassischer Anfang soweit. Monster vom Typ Fee erhält 500 Angriffspunkte. Ja. Ja, das gönnen wir uns. Das gönnen wir uns aber gewaltig. Machen wir das. Und dann gönne ich mir ein paar Lebenspunkte. Oh, nur die 300. Na gut. Ich meine, ist besser als nichts. Jetzt überlege ich gerade, will ich Solga überhaupt opfern? Oh nein, das ist der Kaisergleiter. Hätte ich mal besser gemacht. Hätte ich das mal besser gemacht! Ich glaube, wir geben den Kaisergleiter einfach mal spontan auf Kaibas Hand zurück. Ich glaube, das wäre ein ganz guter Move soweit. Greif bitte mit dem Kaisergleiter an. Nein! Okay, ich sehe schon. Kaiba will sich nicht so leicht einschüchtern lassen. Das bringt mir halt auch nichts. Weil diese Karte ein... deine Hand durch einen Karteeffekt von einem Deck hinzugefügt wird. Du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung beschwören. Wilde Sache. Wilde, wilde, wilde Sache. Damit der Effekt aktiviert wird, muss man das Monster wirklich angreifen. Ich kann nicht seinen Kaisergleiter angreifen und ihm dann ihm den damit wieder zurück auf die Hand geben. Das ist ein bisschen mies. Die fünf obersten Karten... vom Deck auf dem Friedhof legen, ist natürlich auch ein bisschen gewagt. Nur ein ganz kleines bisschen. Und wahrscheinlich sollten wir das machen. Schon allein deswegen, wenn ich irgendwann das Monster ziehe, das für jede Fee auf dem Friedhof stärker wird, dann habe ich einfach gewonnen. Na, da ist einmal dieses Monster auf dem Friedhof gelandet. Upsi. Elegante Wohltäterin. Ich gebe mir mal eine elegante Wohltat. Weg. Nee, auch weg, ehrlich gesagt. Dass diese Karte als Spezialbeschwörung vom Friedhof beschworen wird, falls diese erhält sie diesen Effekt. Falls diese Karte ein Monster in Verteidigungsposition angreift, füge dem Gegner durchschlagenden Schaden zu. Ist jetzt erstmal nicht übel. Hallo. Wir haben unseren Meister gefunden. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele Feen ich auf dem Friedhof habe, aber ich sage einfach mal, ausreichend. Es sind ausreichend Feenmonster. Nein! Nein! Das hat nicht ganz ausgereicht. Das ist okay, das ist okay, das ist okay, das ist okay. Nächste Runde wird alles besser, denn wir haben noch einen. Also alles unter Kontrolle soweit. Wenn diese Karte als Ergebnis eines Kampfes zerstört auf den Friedhof gelegt wird, wähle zwei Karten im Friedhof deines Gegners und füge sie seinem Deck hinzu. Nee, nee, das brauchen wir jetzt erstmal nicht.
Das brauchen wir erstmal nicht. Ja, der Keblek, der kann nicht wirklich irgendjemanden zerstören. Komm, 3300 Angriffspunkte. Oh! Okay. Eine saftige Überraschung, würde ich sagen. Das war kein übler Move. Erstmal in die Verteidigungsposition gehen. So kenne ich meinen Kaiber. Verzweifelt die Spieler 15 oder mehr Karten in ihren Friedhöfen haben, zahle 1000 LP. Jeder Spieler vertauscht die Karte in seinem Friedhof mit denen in seinem Deck. Dann mischt er sein Deck. Du kannst nur einen Austausch des Geistes pro Duell aktivieren. Kaiber hat nicht mal fast 15 Karten auf dem Friedhof. Es ist nicht mal knapp. Es ist nicht mal knapp. Versuchen wir nochmal Waterfront zu spielen. Vielleicht kann ich ihn dann als Tribut anbieten. Oder Kaiber wird es angreifen und zerstören. Je nachdem, was er machen will. Wir werden es sehen. Ich meine, vielleicht wird er auch Kelbeck angreifen. Kaisergleiter. Bisschen unangenehm. Oh oh. Okay. Was war der Plan? Was war der Plan? Ich verstehe nicht ganz, was der Plan gerade war. Ich denke, das ist okay. Ich denke, das ist okay in dem Fall. Komm, gehen wir mit dem auch noch in die Angriffsposition. Greifen hier an. Kaiber hat eh keine Feinkarten. Um die ich mir irgendwie Sorgen machen sollte. 2200 Lebenspunkte. Das ist der Stoff. Und das ist der Herr, der Lord of the D. 350 Punkte Schaden kann ich entgegennehmen. Das ist okay. Ja, viel Spaß mit deinem Donnerdrachen, Kaiber. Guter Move. Das ist jetzt natürlich sehr unangenehm für mich. Oh, er hat den Donnerdrachen gespielt. Oh nein, das ist peinlich. Er hat den Donnerdrachen gespielt. Aber warum? Aber warum würde er das tun? Oh nein, nein, ich will nicht ohne Tribute. Ach, egal. Er sehe ich schon zu spät. Reicht das eigentlich, um Kaiber zu besiegen, diese Runde? Fällt mir gerade auf. Du kannst den Lord of the D besiegen. Dann greifst du den Donnerdrachen an. Ne, das reicht überhaupt nicht. Alles okay. Denn Kaiber hat auch nicht mehr viele Lebenspunkte übrig. Das heißt, es hat ein bisschen fast geklappt. Gott, ich habe fast kein Deck mehr. Ich habe viel Friedhof und sehr wenig Deck an dem Punkt. Ja, bleib mal in Verteidigungsposition. Er wird geopfert. Für Donnerdrache. Für den alten Donnerdrachen. Das kann ich aussuchen, wer wieder zurück ins Deck gemischt wird. Kannst ein paar Donnerdrachen wieder im Deck haben, Kaiber, wenn du es willst. Wenn du dich so sehr nach denen sehnst. Ich meine, es scheinen ganz offensichtlich wertvolle Karten für dich zu sein. Also ich will den mit seinem Effekt jetzt ehrlich gesagt nicht auf die, nicht opfern. Dementsprechend greifen wir einfach mal an. Ich will ihn ganz gerne noch beibehalten. Denn falls Kaiber das Bedürfnis hat, mich anzugreifen, soll er wissen, dass sein Monster zurück auf seine Hand wandern wird. Ja, ich würde sagen, wir haben gewonnen. Da haben wir wohl gewonnen. Direkter Angriff mit Kelbeck. Oh, das war Kaiber. Am Ende hatte ich nur noch 7500 Lebenspunkte. Es war ziemlich knapp. Aber, Freunde, es ist Zeit für das Duell im Kolosseum. Yugi gegen Kaiber. Die Revanche, auf die wir alle gewartet haben. Die Rivalen des Jahrhunderts. Ich spiele als Zweiter. Ah, ich bin gespannt, was sie für ein Deck haben werden. Das Gefühl, bei den beiden können die Decks auch sehr drunter und drüber sein. Überläufer und Verstärkung für die Armee, das ist ziemlich gut. Oh, er hat die X-Kopfkanone. 1800 Angriffspunkte. Mmh.
Ach, Yugi hat ja schon die, ja, den Ritter des Buben und das alles. Diese Karte hast du mal beschworen wird. Solange du eine Ritterin der Königin kontrollierst, kannst du einen Ritter des Buben als Spezialbeschwörung von deinem Deck beschwören. Ah, die sind aber leider keine guten Karten. Hm. Wirf eine Zauberkarte ab, dann wähle eine Zauberkarte im Friedhof deines Gegners, lege das gewählte Ziel in die entsprechende Zone auf deine Spielfeldseite und folge beim Auflösen des Effekts dieser Karte seinem Kartentext, als ob du es selbst verwenden würdest. Okay. Das hilft auf jeden Fall. Ja, wir machen erstmal das. Denn ansonsten hätte ich keine Chance, diese Runde zu überleben. Oh, mies, sie hat auch den Seepferdkaiser. Ich würde gern mein Kuribo ablegen. Dankeschön. was machen wir denn jetzt? Leider nicht stark genug, um beiden Angriffen standzuhalten. Mies. Was mache ich jetzt am besten? Wir legen ihn mal in Verteidigungsposition. Wir hoffen, dass er zuerst mit seinem Seepferdchen angreift. Danach erst mit der X-Kopf-Kanone. Kommt jetzt Obelisk. Der Y-Drachenkopf. Oh oh. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh, er kann nicht. Warum hat er nicht weiter angegriffen? Weil wir schon mal dabei sind. Ich muss die Zauberkarte dafür ablegen. Nein! Komm, wir legen verräterische Schwerter weg. Ich hole für ihn zurück. Was auch immer. Ja, eine Angriffsposition. Dann spielen wir Überläufer. Wir holen uns den Kollegen. Und dann spiele ich den dunklen Magier, indem ich beide als Tribut anbiete. Und so habe ich wieder die Oberhand gewonnen, Kaiba. Du solltest Yugi niemals unterschätzen. Nicht umsonst habe ich Pegasus besiegt, während du dich einfach in deinem eigenen Dreck gesuhlt und geweint hast, Kaiba. Ja, eher unangenehm, aber okay. Mal schauen, wie es weitergehen wird. Okay, er scheint nicht den blauigen weißen Drachen zu spielen. Dementsprechend, ganz gut. Defusion. Ich weiß nie, wann man die mal braucht. Der dunkle Paladin ist schweinecool. Was braucht man da für dunkler Magier und Buster-Klingenkämpfer? Ja, das ist ja ein bisschen... Oh, warum habe ich den Ritter des Königs nicht gespielt? Warum habe ich ihn auch jetzt nicht in der Main Phase 2 gespielt? Egal. Wird sich schon nicht als Fehler herausstellen, habe ich recht? Haha! Ja, habe ich. Lichtschwert. Halte ich persönlich für eine unnütze Karte, aber okay. Also ich glaube, Kaiba hat auch nicht wirklich irgendwelche Monster, die in der Verteidigung sonderlich gefährlich sind. Wundert mich generell, dass er überhaupt so viele 4-Sterne-Monster diesmal im Deck hat, denn als ich mit Kaibas Deck zuletzt gespielt habe, letzte Folge, hat er nicht viele. Er hatte da nicht viele. Ja komm, Lichtschwert können wir uns gönnen an dem Punkt. Weg damit. Für die nächsten 4 Runden. Gazelle, König der mythischen Bestien. So, pass mal auf. Ich werde die beiden verdeckten Monster so angreifen. Denn ich sage, die haben nicht genug Verteidigung. Wusste ich's doch. Und dann kommt der dunkle Magier. Schönes Ding! Kaiba hat mir noch nicht mal Kampfschaden zugefügt in diesem Duell. Oh, der gierige Topf. Verteidigungsposition? Okay. Verräterische Schwert ist. Ja, was? Wir legen sie mal raus. 1600 Verteidigung. Seht ihr? Gut, dass ich es gemacht habe, sonst hätte ich nämlich einen Angriff verschwendet. Weil ich gesehen habe, was er legt, habe ich keinen verschwendet. 1500. Du hast nicht mal viele Lebenspunkte übrig, Kaiba. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du mich angreifen kannst, scheint gerade auch eher überschaubar hoch zu sein.
Ich habe ein bisschen Angst davor, wenn wir in der Situation sind, dass ich mit Kaibas Deck spielen muss in diesem Duell. Ich habe das Gefühl, Kaiba scheint hier ein bisschen unterlegen zu sein. Topf der Gier. Beide Spieler zeigen ihre Hände vor und fügen ihrer Hand eine Karte. Nee. Jetzt kann ich jetzt den Effekt. Nee, ach, da muss erst. Er muss danach beschworen werden. Nach der Ritterin des Königs. Oder Ritterin der Königin. Der Drachen, weg. Ritterin der Königin. Direkter Angriff. Und wir sind genau auf 0 Lebenspunkte runter, Kaiba. Legst dich mit dem Falschen an. Und danke für den Obelisten. Oh Gott. Das ist eine wilde Haarprachter. Soweit sind wir noch nicht. Wir werden jetzt mal die Seiten tauschen. Auf Feder des Phönix war auch eine. Das war auch eine sehr klassische Karte. Die war, glaube ich, auch aus irgendeinem Structure-Deck oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Die habe ich auf jeden Fall auch oft gespielt damals. Nicht die schlechteste Hand. Nicht die schlechteste Hand aller Zeiten. Erstmal, das ist ziemlich gut. Wenn ein Gegner ein Monster, das eine Stufe hat, als normale auf Flip-Beschwörung beschwört, wähle das offene Monster. Beschwöre eine Klonspielmarke mit demselben Grundtyp, Stufe, Eigenschaft, Angriff, Verteidigung wie das gewählte Ziel, Spezialbeschwörung. Wenn das gewählte Ziel zerstört auf den Friedhof gelegt wird, zerstöre diese Spielmarke. Ja, das nehmen wir gerne mit. Verteidigungsposition. Verteidigungsposition. Für den Y-Drachenkopf. Kein Monster. Okay. Mein soll mir recht sein. Seepferd Kaiser. Ist Obelisk vom Typ Licht? Nee, das ist nicht Licht. Das ist irgendwas anderes. Aber Seepferd Kaiser kann natürlich für den blauigen weißen Drachen geopfert werden. Was für sich auch schon nicht übel ist. Ja, mies. So ist wohl manchmal das Leben. Ritter des Königs. Ja komm, wir werden dafür nicht die andere Karte verwenden. Wir holen uns, einen Klon. Angriffsposition für den Klon. Okay, ich denke, das ist fair. Ich denke, das war ein faires Ergebnis für uns beide. Bitte nicht. Okay. Den brauchen wir eh erstmal nicht. Einmal pro Spielzug kannst du eine X-Kopfkanone Y Drachenkopf wählen, die du kontrollierst, rüste das gewählte Ziel. Okay. Da brauche ich aber erstmal noch ein weiteres Teil davon. So, Z-Metallpanzer, direkter Angriff. Dankeschön. Spielkraft hat natürlich meine ganze Taktik ein bisschen auf den Kopf gestellt, aber ich bin optimistisch, dass wir das irgendwie noch ausgleichen können. Okay. Effekt einer Karte aktivieren? Ne, wir werden erstmal. Jetzt werden wir sie aktivieren. Wer dann auf das Monster den Gegner kontrolliert, ändert die Kampfposition. Denn der herbeigerufene Totenkopf hat berüchtigterweise nicht allzu viel Verteidigung. Das heißt, ich kann ihn ganz leichtes ausschalten. Der Klingenritter. Den hatte ich aus Dark Beginning 2. Er hält 400 Angriff, solange du ein oder weniger Karten in deiner Hand hast. Wenn du keine anderen Monster kontrollierst, werden die Effekte von Flipmonstern, die durch Kampf dieser Karte zerstört werden, annulliert. Ich meine, wir haben in der Tat eine oder weniger Karten auf der Hand. Weil der Totenkopf, weg. Direkter Angriff. 2000 Punkte Schaden. Klingritter war in Dark Beginning 2 der Ultra Rare. Was ich bis heute noch ein bisschen übertrieben halte. Jetzt für der Klingritter sollte. Ich meine, vielleicht bin ich einfach nur zu schlecht. Ich habe zu wenig Einblick in die Meta von damals, aber ich habe das Gefühl, das ist keine Ultra Rare. Wir wandern der Karte ab, reduziere die Stufe aller Monster in deiner Hand für. Nee. Wir legen die Karte mal verdeckt. Damit wir wieder auf die 2000 Angriffspunkte kommen. Ja, wird's plötzlich ganz schön still um den alten Yami Yugi. Nur noch 1000 Lebenspunkte übrig. Viel ist das aber nicht. Bye!
peinliche, massiv peinliche Aktion. Unglaublich. Unglaublich, dieser Kerl. Und er dachte, er könnte gegen Kaiba gewinnen. Nee, 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 nee. So nun aber nicht, Yami Yugi. So nun aber nicht. Können wir nicht sagen, im Finale, das Finale gegenüberstellen? Dann werden wir mal das Finale gegenüberstellen. Ich hoffe, ich denke dran, dass ich die Folge so nennen sollte. Das Finale gegenüberstellen ist einfach nur ein sehr griffiger Titel. Oh, Yami Marek. Ist hier nicht zum Scherzen aufgelegt mit seiner Millennium Axt oder was das war? Kartenzerstörung. Hier kommen 1700 Angriffspunkte. Ist jetzt nicht der schlechteste Anfang. Was habe ich hier für eine Fusion? Drillago. Oh nein, der schwarze Anhänger. Wenn das Monster mit dem schwarzen Anhänger zerstört wird, dann verliere ich 500 Lebenspunkte. Beziehungsweise, wenn der schwarze Anhänger zerstört wird. Der macht durchschlagenden Schaden, oder? Ist die einzige Karte, die dein Gegner kontrolliert, auf dem Monster mit 1600 oder mehr Angriff sind, kann diese Karte deinen Gegner direkt angreifen. Das finde ich ja direkt ein bisschen unfair. Ich hätte direkt Kartenzerstörung machen sollen. Machen wir nächste Runde. Das Zeug auf meiner Hand, das ist nicht so hilfreich. Wiederbelebungsschleim hat er auch, okay. Faszinierender Kreis, wichtig. Wichtiger, faszinierender Kreis, den können wir nicht einfach ignorieren. Aber jetzt Kartenzerstörung. Beschwöre ein Metallunterwelt der Spielmarke als Spezialbeschwörung. Sie kann nicht angreifen. Dein Gegner erhält allen Kampfschaden, den du aus Kämpfen, an denen sie beteiligt ist, erhalten hättest. Einmal pro Spielzug während deiner Standby-Phase zahle 1000 Lebenspunkte und zerstöre diese Spielmarke. Dein Gegner erhält allen Kampfschaden, den du aus Kämpfen, an denen sie beteiligt ist, erhalten hättest. Das bedeutet... Das bedeutet. Sie kann nicht angreifen. Das bedeutet scheinbar nicht viel. Okay, nächste Runde. Oh, die Karte wird aber trotzdem zerstört. Oh. Ich dachte, er würde dann würde auch nicht zerstört werden aus irgendwelchen Gründen. Ich dachte mir schon, das ist aber ziemlich stark. Aber ja, es ist nicht so stark, wie sie herausstellt. Sie haben auf jeden Fall erstmal den Drillago unter Kontrolle bekommen. Und das ist schon mal ganz hilfreich. Diese Karte durch Kampf zerstört auf dem Friedhof gelegt wird. Wähle ein Monster auf dem Spielfeld, zerstöre das gewählte Ziel. Hey. Hey. Nee, das machen wir nicht. Das will ich nicht. Ich hätte ihn nehmen und damit meinen Gegner angreifen sollen, fällt mir gerade auf. Naja, egal. Egal. Zu spät. Ah, Topf der Gier, bitte. Falls du ein Hexermonster kontrollierst, wähle ein Monster, das du kontrollierst, bitte das gewählte Ziel als Tribut an, dann beschwöre ein Hexermonster Spezialbeschwörung von deiner Hand. Dann kannst du ein Monster auf dem Spielfeld zerstören. Ich habe gerade kein Hexermonster zur Hand. Fürchtig. Ich könnte mit dem einen Schleim den anderen Schleim angreifen. Ich glaube, ich sollte das nicht machen. Ich glaube, ich warte lieber, bis sich eine bessere Gelegenheit bietet. Vor allem, weil er den einen Schleim dann direkt wieder zurückholen kann. So, wir haben jetzt hier auf jeden Fall keine allzu starken Monster hier. Ja, hat sich gerade geändert. Hat sich gerade geändert, wie es aussieht. Wir bieten die beiden als Tribut an.
Rote Auge. Ich hoffe, dass das nicht komplett schief geht. Ich weiß, ich nehme 500 Punkte Schaden. Und ich habe schon so viele Lebenspunkte verloren. Warum kann ich nicht angreifen? Ach ja. Monster müssen... Die können ja noch nicht in der... wegen der dummen Karte können sie ja nicht direkt angreifen. Und der faszinierende Kreis bleibt jetzt noch liegen. Das gefällt mir auch gar nicht. Wähle eine beliebige Anzahl Monstern in deinem Friedhof, beschwöre sie als Spezialbeschwörung. Und falls du dies tust, verlierst du 1000 MP für jedes durch diesen Effekt als Spezialbeschwörung beschworene Monster. Kannst du Spielzug, indem du diese Karte aktiviert hast, kein Battle Phase durchführen. Ich habe nicht wirklich die Lebenspunkte für sowas, fällt mir gerade auf. Ich kann mir das nicht leisten. So, er will also seine Schleime auf jeden Fall zurückholen. Was ist Mareks Plan gerade? Die gute Sache ist, dass wenn er Monster beschwört, dass er dann sowieso nicht direkt angreifen kann. Magier des Glaubens. Ist nicht übel. Ich hoffe, dass er den Schleim wieder zurückholt, dann, ja, damit zahlt er jedes Mal 1000 Lebenspunkte und das ist schon mal nicht verkehrt. Das ist keine verkehrte Sache für mich. Riesenschild Gardner traue ich mich aktuell noch nicht zu spielen. Oder natürlich Riesenschildwache. Ein Glück, dass der Kollege bisher noch nicht angreifen kann. Oh, er kann 1000 Lebenspunkte zahlen, um... Au. Ah, mies. Miese Sache ist das. Eine ganz miese Nummer. Pass auf. Wir holen den Rotaugen zurück. Angriffsposition. Und mehr kann ich mir eh nicht leisten. Dann können wir nächste Runde vielleicht vernünftig angreifen. Mal schauen. Es wird auf jeden Fall unerwartet knapp. Oh, ich habe verloren. Wahnsinn. Ja. Ich meine, was hätte ich machen sollen? Ja, das lief nicht so gut. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Weil beim nächsten Mal werden wir das Finale machen, okay? Dann werden wir uns das Finale gegenüberstellen.